Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video und zwar der ersten gemeinsamen offenen Leserunde auf meinem Kanal. Ich habe das tatsächlich hier noch nie so wirklich gemacht. Also hier und da haben sich natürlich private Buddy Reads und Leserunden ergeben, aber vor allem mit anderen Booktubern, aber auch schon dem ein oder anderen von euch. Jetzt möchte ich das aber das erste Mal wirklich öffnen und zwar zum Buch Über Menschen von Juli C. Das hat sich ergeben bei meinen ganzen 12 Books in 12 Months und was möchte ich noch lesen unbedingt und so weiter Videos. Da habe ich es jetzt öfters hochgehalten und da wurde, ja, in den Kommentaren habe ich gemerkt, dass der ein oder andere von euch vielleicht doch gerne das zusammenlesen möchte. Und gerade UDC, habe ich gemerkt, bietet immer sehr viel Gesprächsstoff und das sind über 400 Seiten, auf denen man super miteinander diskutieren kann. Und deswegen würde ich das tatsächlich einfach gern öffnen und das mit euch zusammenlesen. Ich gehe gleich nochmal ganz grob auf den Inhalt ein, aber so ein bisschen kurz die Rahmenbedingungen. Mir hat das sehr gut gefallen, wie die Franzi vom Kanal Tintenkrähe das macht, und zwar einfach auf YouTube. Also quasi dieses Video hier wird unsere Austauschplattform werden für die Leserunde, und zwar in den Kommentaren. Damit das nicht ganz so wild ist, werde ich pro Abschnitt, die ich jetzt dann noch festlegen werde, einen Kommentar unten posten mit der Seitenangabe oder den Kapiteln, und unter meinem Kommentar als Antwort könnt ihr dann euren Senf zu diesem Abschnitt abgeben. Das hat den Vorteil, dass nicht alles wild durcheinander ist und vor allem, dass man nicht unfreiwillig gespoilert wird. Denn ihr klickt einfach die Antworten zu den Kommentaren erst an, wenn ihr den jeweiligen Abschnitt gelesen habt, und könnt dann daran teilnehmen und werdet nicht zu den weiteren Abschnitten, Inhalten gespoilert. Genau. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Stimmt, ich hatte eigentlich auch schon mal zu einer offenen Leserunde von der Vorleser aufgerufen. Stimmt, also eigentlich hatten wir tatsächlich schon eine andere Leserunde zusammen, aber das soll die erste sein, wo wirklich hier auf YouTube auch diskutiert wird. Genau. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht bei Goodreads eine Gruppe eröffne, um da zu diskutieren. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit von Rido. Das ist ja auch so eine Buchstatistik-App, die jetzt gerade auch sehr beliebt ist, glaube ich, besonders im deutschsprachigen Raum. Allerdings ist die wirklich nur über Smartphone zu bedienen und ich schreibe ja gerne ein bisschen ausführlicher und das ist mir am Telefon dann manchmal ein bisschen zu anstrengend. Ich setze mich doch lieber gern an den Rechner. Und YouTube bietet einfach die Möglichkeit, egal von welcher Plattform ihr kommt, wo ihr die Videos schaut. Und ja, vor allem der Vorteil ist, die Leserunde wird jetzt offiziell, sage ich mal, den ganzen Februar über laufen. In der Zeit würde ich jetzt einfach jeden, der Lust hat, sich zu beteiligen, bitten, genau im Februar mitzumachen, weil da der Austausch dann einfach am aktivsten ist, wenn man so einen Zeitrahmen hat. Aber der Vorteil ist, wenn jetzt später, ein halbes Jahr später, irgendjemand dieses Video hier noch aufruft, kann er trotzdem sich in den Kommentaren zu den einzelnen Abschnitten die Sachen durchlesen. Das heißt, wenn ihr es jetzt nicht schafft, sondern erst in einem halben Jahr Zeit habt, könnt ihr dieses Video trotzdem noch nutzen, auch wenn ihr vielleicht nicht kommentieren wollt, aber die Meinungen von den anderen lesen. Dann habt ihr auch so ein kleines bisschen Leserunden-Feeling, auch wenn ihr es alleine lesen wollt. Genau. Also ich würde sagen, wir starten eben am 1. Februar bis zum letzten Tag des Februars, weil dann kommt es auch definitiv von mir im Lesemonat Februar dann vor. Genau. Vielleicht werde ich noch eine Rido-Lesegruppe trotzdem gründen. Dann verlinke ich euch einfach das im... Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ob es da einen Link gibt oder so. Das muss ich noch rausfinden. Aber wenn ich das geschafft habe, dann setze ich euch die Info dazu in die Infobox. Aber mir wäre es schon ganz recht, wenn eigentlich der hauptsächliche Austausch hier unter dem Video stattfindet. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Zum Rahmenbedingungen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Wenn ihr Fragen habt, dann postet die natürlich trotzdem gern hier in die Kommentare. Und vor allem, ich mache auch einen Kommentar, das ist der erste, wo ich einfach frage, wer denn Lust hat,
dran teilzunehmen, weil dann habe ich schon ganz am Anfang so ein bisschen einen Überblick, wer gerne mitmachen möchte. Und ja, zu den einzelnen Abschnitten reden wir dann wirklich über die Inhalte. Genau. Inhalte. Worum geht es über Menschen? Ich halte es jetzt mal ganz kurz. Und zwar geht es um Dora, die mit ihrem Hund von der Großstadt aufs Land flüchtet, was momentan immer ein großes Thema ist in den Büchern von Juli C., denn sie selbst hat es ja mehr oder weniger auch so gemacht. Und Dora flieht in ein kleines Dorf, und zwar Bracken im brandenburgischen Hinterland sozusagen. Und ja, flieht vor verschiedenen Dingen aus der Großstadt, aber auch von Stress und anderen Menschen dort. Aber sie findet eben nicht das Idyll, das sie vielleicht so erwartet hätte. Denn auch auf dem Land gibt es eigene Probleme und vor allem auch noch ein bisschen, was heißt rückschrittlich, aber man ist sehr nah an Menschen dran. Und gerade hier treffen wir wohl auch welche, die andere Weltansichten, Anschauungen haben, sei es rechtspopulistisch, ja, oder ja, anderes Gedankengut. An sich werden auch die Themen Trump und der Brexit ein Thema sein. Also, das war jetzt, ne? Ihr wisst schon, das war ein bisschen doppelt gemoppelt. Genau, also wir haben aktuelle politische Themen und auch der Lockdown. Also das spielt, glaube ich, tatsächlich direkt während des Lockdowns. Das heißt, wer natürlich da auch nichts lesen möchte, aber vielleicht sind wir jetzt doch ein bisschen, mit ein bisschen Abstand vielleicht dabei und können uns wieder solchen Themen widmen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es wirklich Gegenwartsliteratur ist, wie man gegenwärtiger wahrscheinlich gar nicht sein kann, denn es befasst sich einfach mit allen Themen, die bei uns gerade aktuell sind und die natürlich nicht unbedingt die schönsten Themen sind. Okay, Krieg haben wir vielleicht nicht dabei, aber man muss ja auch nicht alles haben, ne? Alles gleichzeitig. Ich bin, wie gesagt, ein Fan der Romane von Juli C. Ich kann verstehen, dass vielleicht der ein oder andere mit ihren Ansichten nicht zu 100% einhergeht. Gerade jetzt während Impfdebatten und Co. sind so ein paar Themen aufgekommen, wo man vielleicht nicht zu 100% ihr zustimmt. Aber ich finde trotzdem, in den Büchern rüttelt sie einfach immer ein bisschen am eigenen Weltbild und hinterfragt immer noch mal so ein bisschen, ob man sich so sicher ist mit seiner Meinung. Und das finde ich gut. Sie schreibt es aber in dem Sinne meistens nicht vor, sodass man jetzt nicht ihre Meinung aufgedrückt bekommt, sondern sich wirklich über Diskussionen mit sich selbst oder anderen nochmal mit bestimmten Themen beschäftigen kann. Zu Themen, wo man vielleicht dachte, ja, wie gesagt, man hätte schon eine feste Meinung. Und genau das erhoffe ich mir hier wieder. Und zwar haben wir 416 Seiten. Ich habe jetzt in dem Fall hier das Taschenbuch, das 2021 bei BTB erschienen ist. Kann sein, dass ihr aber auch zum Beispiel die Hardcover-Ausgabe habt, die also hier das Taschenbuch ist 22 erschienen, das Hardcover ist 2021 bei Luchterhand erschienen. Genau, aber alle haben die gleiche Seitenzahl, deswegen denke ich mal, dass wir da gut klarkommen, aber die Kapitel sind nummeriert und haben auch Titel, also müssten wir da alle gut mit klarkommen, ja. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich von euch der ein oder andere anschließt vielleicht und hoffentlich auch jemand, der sonst nicht so gerne oder nicht so oft kommentiert, weil er vielleicht auch nicht weiß, was er schreiben soll, dann ist das jetzt eure Chance. Ich würde mich so, so, so freuen, wenn wir vielleicht nicht nur zu zweit diskutieren, denn davon lebt das. Aber auch wenn wir zu zweit sind, danke ich dir, zweite Person, die da mitmacht. Ich weiß, die Tina will zum Beispiel mitmachen. Da freue ich mich drauf. Und deswegen, also offizieller Start, 1. Februar. Und es ist ganz egal, also die einzelnen Abschnitte werden nicht zeitlich beschränkt, sondern wenn ihr das Buch am 2., 3. Februar schon durch habt, dann befüllt einfach die jeweiligen Abschnitte mit euren Meinungen und guckt ab und zu mal, ihr werdet ja vielleicht auch benachrichtigt mit den Antworten von den anderen oder ihr teilt euch das zeitlich über den Februar einfach genauso auf, wie ihr es gern möchtet und ja, meldet euch, wenn ihr den jeweiligen Abschnitt gelesen habt. Genau. Also vielen Dank, wenn ihr daran teilnehmt oder auch wenn ihr das jetzt erst nachträglich schaut. Trotzdem viel Spaß beim Lesen der Kommentare hoffentlich. Und wenn das gut läuft, können wir das vielleicht mal öfter machen. Genau. Also, let's go!